Bäche ich doch. Warte mal, von wem, von wann war denn das? Von wem und von wo und was weiß ich? Ist ehrlich. War das von irgendjemandem, der jetzt Gast war, oder war das von mir gebaut? Ich glaube, das ist der Hafen, ne? Kann ich nicht sein, das müsste der Hafen oder irgendwas in der Richtung sein, den ich mal irgendwann gebaut habe. Ja, ich glaube, das müsste der Hafen sein. Ja. Oder ich gucke noch mal rein, aber ich bin mir relativ sicher, dass das hier der Hafen sein soll. Oder ist. Ja, genau, das hier waren die Ticketverkaufteile. Und hier kann man dann reingehen, kann man das Ticket kaufen, hier kann man nach oben wandern und nach den Schiffen gucken und aufs Meer hinaus gucken und sonst nicht alles. Und da hat man dann einen Anlegesteg, wo man halt gucken kann, wo die Schiffe sind und wo das Schiff abfahren kann. So, ich habe nur gerade noch kurz die Tür zugemacht. Ja, wie sieht's denn hier eigentlich? Ofen, toll. Oh, wir haben ja noch Ton drin, ne? Eine Eisentür, toll. Glasscheibe, ja, gut. Und eine ganze Menge Sand. Den könnten wir eigentlich, aber wir haben keinen Platz im Inventory, den wir rüber schaffen könnten, um etwas davon einzuschmelzen. Das bringt uns nicht so sehr viel. Ach so, wenn ich, das wäre eigentlich von Vorteil, wenn ich Platz im Inventar hätte, wenn ich wirklich was bauen will, ne? Aus dem Grund, weil ich ja erstmal Terraforming betreiben muss, bevor ich wirklich was bauen kann. Würde Sinn ergeben. Wie sieht's denn jetzt eigentlich vom Bahnhof her aus? Haben wir denn eigentlich alle möglichen Gleise belegt oder ist da irgendwas, was wir noch nicht belegt haben? Weil wir ja gerade solche Sachen wie hier. Ja gut, der Imbiss ist jetzt vielleicht nicht ganz so sehr spannend, dass man da extra mit dem Zug hinfahren würde. Aber manche Sachen könnte man vielleicht nochmal eben anbinden, ne? Ich meine, ich fahre ja eh gerade nie mit dem Zug, ja, latsche überall hin, aber erstens, zweitens. Aber Zugfahren ist schon entspannter. Definitiv. Mich ja gucken, wie es von den Zügen her aussieht, von den gleichen her, und schaff vorher noch mal fix hier ein bisschen was. Ja, toll, das war ein Pfeil. Ein bisschen was weg. Schaff mal den 1,64er-Stack doch wieder hier zurück. Oder ich mach mal den halben. Habe ich ein bisschen was am Platz. Hier, den hier kann ich mal hier reinwerfen. Die 10 kommen ja auch mal rein, keine Ahnung. Ja. Das passt schon. Das Gammelfleisch kann meinetwegen auch noch weg. Und daher haben wir genug Platz. Kann ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwo Gleiche hätte, die ich noch anbieten kann. Ich glaube nämlich schon. Und notfalls kann man ja immer noch einfach eine Etage tiefer gehen, wenn man das wollte. So, wo führt das alles hin? Jetzt hier 4 Gleiche. Die sind, glaube ich, auch alle durch. Und hier haben wir auch noch mal 4 gleiche, die allerdings noch nicht so weit sind, glaube ich, ne? Ne, hier haben wir, ah, genau, den Eingang zur Höhle. Aber die gleiche, die waren auf der anderen Seite, ne? Ja, da konnte man. Ja, genau, hier könnte man nämlich auch nochmal abfahren. Wo geht das dann genau hin? Das hier geht in die Höhle rein. Keine Ahnung, was da drin ist, aber man kann es halt. Die hier gehen irgendwo nach oben weg. Probier es mal aus. Tut sich erstmal gar nichts, da tut sich immer noch gar nichts. Gar nichts ist nicht allzu sehr viel. Hä, wieso tut sich hier eigentlich gar nichts? Ist der weiter runter oder wie? Nee, der passt doch eigentlich so.
Warum ist der eine Knopf hier nicht funktionabel? Ich hab keine Ahnung. Jetzt funktionieren sie alle beide nicht, oder was? Doch, der funktioniert. Es führt mich nach draußen. Dann wieder nach drinnen. Ach so, hier gibt es ja durch den Himmel durch. Und dann komme ich hier mit. Ducker, ducker, ducker. Geht echt Richtung Haupthaus, geht's nicht. Ne? Oder? Ach, zur Erntemaschine. Und dann ging es hier sogar noch theoretisch weiter. Wenn man das wollte. In Richtung Mauer, oder? Ne, Turm. Und dann vielleicht nochmal in Richtung Mauer, stimmt schon. Ja, genau, und hier war dann Endstation. Genau, so ist es. Okay. So ganz optimal ist es halt nicht, dass die Teile nicht so perfekt anliegen und so, aber es ist für meine Verhältnisse schon ganz gut. Warum funktioniert die andere nicht? Das würde ich mich mal fragen und schwer wundern. So wie hier überhaupt, hast du mich gesehen? Gibt es hier einen Unterschied zwischen der? Die Schiene, die liegt doch genauso. Und hier ist doch auch nichts, wo ich anders dahinter, ne? Ich habe keine Ahnung, wieso die anders ist als die andere. Jetzt funktioniert's. Hier geht's runter, das ging hier hoch zu dem Haus. Da. Und dann ging es, glaube ich, auch. Genau. Okay, da ist ein Gegner. Sollten wir ins Gesicht schießen, vielleicht. Das wäre ein Vorteil. Vielleicht lässt er was von seiner Goldrüstung fallen? Nö. Natürlich nicht. Naja, ich denke mich erstmal kurz pennen. Da ist noch ein anderer Gegner. Ein zombiöser Herr. Da vorne ist noch ein Skeletor. Aua. Hä? Ist der im Haus gespawnt gerade? Ich glaube schon. Sieht's nicht so geil, du. Hier hinten in der Ecke war doch das Bettchen. Ich kann nicht schlafen, ist ein Monster. Nee, na toll. Monster, komm her. Ah, hallo. Tschüssi. Jetzt kann ich schlafen, es sind keine Monster mehr in der Nähe, sehr schön. Das war ungünstig. Wir haben bis jetzt übrigens noch nichts effektiv geschafft, toll, ne? Super geil. Ist noch mehr Leben drin? Bisschen Wolle, paar Setzlinge, super tolles Zeugs. Braucht jeder, unbedingt immer. Ey, Willi! Die schießt auf mich. Schau. Da unten noch eine Hütte reinbauen oder? Da noch eine Hütte reinbauen? Nee, oder? Ich glaube nicht.